Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich bin Cowboy, denke ich zumindest. Was für ein Glück. Was? Was ein Glück? Ach so. Okay. Ja, okay. Ich liebe es. Mal kurz gucken, wie das Papageienei so performt. Was ist das für eins? Stufe 4. Ja, ich habe wieder eins. Stufe 4, Papagei. Dich werde ich diesmal nicht verkaufen. Okay, ich sollte vorher noch ein bisschen Milch trinken. Für ein bisschen Energie. Ah, wieder 4 Liter Milch. Ah, jetzt bin ich voll. Aber ich habe die Mission geschafft. Das ist die Hauptsache. Und was kaufe ich jetzt mit dem Zeug? Weiß ich nicht. Aber ich mache jetzt mal Milch. Milch, Käse meine ich. So. Käse, Käse, Käse. War nicht heute das Festival? Heute ist der... Ah, na, erst am 15. Stimmt. Wie geht's euch hier? Au, ja. Au, au. Wo man... Hier kommt ja der Laden hin, oder? Mal kurz gucken. Haben wir was für einen Laden? So Tisch. Kommode weiß ich gerade gar nicht. Hütte? Okay. Ja, das kann ich... Das ist alles so Wanddeko. Kann ich da... Ah, da fällt mir gerade wieder was ein. Könnte ich wahrscheinlich was machen. Das nehmen... Also, geht nicht mehr. Kein Platz. Okay, mal gucken. Wie kriegen wir hier eine Theke hin? So, also, das ist eine Couch. Ich habe da nicht drauf geguckt. Das ist eine Couch. Eine Couch. Hier so hin. Okay, kann man hier hocken. Er sieht mich ein bisschen suspekt an, oder? Mein Bettruf, viel Spaß euch noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Farben mehr. Gute Nacht, schöne Woche. Vielleicht sieht man sich auch wieder. Wer weiß. Mysterien. Okay. Ja, das ist so ein Bild. Das kann ich hier nirgendwo hinhängen. Geht halt nirgendwo hin. Schade. Das hier. Hä, das müsste doch... Ja. Das passt da hin. So ein kleiner Stuhl daneben. Okay. Junimo-Hocker. Wie viele Junimos gibt es denn? Ich nehme mal 4 davon. So. Dann hier. Hier. Und hier. Ah, ich weiß nicht. Hier vielleicht. Ich musste noch irgendwie so einen kleinen Tisch hinbekommen. Ich weiß nur nicht, wie.
Das sollte ich auch. Ja, die mache ich zum Schluss. Beistelltisch, ja. So drei. Hier so hin. Also der Tisch. Dann hocken hier die Junimos. Die Waldgeister. Und schmeißen den Laden. So, grün. Da. Ich habe keinen Platz. Ah, ich kann die da nicht draufsetzen. Mist. Aber ich kann die hier draufsetzen. Ah, wieso geht das nicht? Wieso kann ich die nicht auf die Hocker setzen? Ja, ich kann mich da hinhocken. Aber nicht die Unimos. Ah. Wieso Stardew Valley? Wieso geht das nicht? Ah, Mist. Wieso geht das nicht? Vielleicht brauche ich mehr davon, dann lager mal das Zeug mal ein bisschen weg. Das ist zu viel Zeug. Das muss ich verarbeiten. Was kommt da eigentlich raus, wenn ich das zerschrotte? Das kann ich da so kurz alles weg. Ja, das ist schon genug Platz. Ich könnte noch oben die Deko rausholen. Habe ich hier? Ja, genau, Kaktus. Nehme ich mit. Ist hier sonst noch irgendeine geile Pflanze? Kann ich das auf den... Das sollte ich ja auch auf den Tisch stellen können, oder? Ja, ich weiß. Ob das schick aussieht. Es ist halt keine... Die Teepflanze. Okay, aber hier ist kein Deko mehr. Kurz mal in die Dekokiste. Dann nehme ich das. Okay. Okay. Ja, zwei Pflanzen. Das könnte man zwar auch als Pflanze durchgehen lassen. Ja, ich weiß nicht, ob das alles so schick aussieht. Obwohl, die Pflanze hätte ich ja auch gerne hier draußen irgendwo. Hier so. Ah, dann wäre eine zweite noch schön. Der Kaktus hier. Wunderschön. Ja, da muss ich das hier hinten wegmachen, ne? Dann geht das nicht. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Läuft. Vielleicht mache ich da einfach noch mehr von diesen Tischen hin. Für die Junimos. Da nehme ich was mit.
Ich nehme mal Tisch. Beistelltisch. Ist das der? Okay. Schade, dass ich hier den Boden nicht verwenden kann. Teppich. Okay, ich habe keinen Platz. Zuerst mal anfangen hier. Ja, die schlafen alle schon. So. Okay. Wie sieht denn das aus, wenn ich das hier mal so ein bisschen bunter mache hier? So. Das sind die Chefs. Das ist der Grüne. Ah, nee. Das wirkt irgendwie... Wirkt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich kann die Unimos, glaube ich, auch gar nicht drehen. So. Stimmt, hier draußen müsste auch jemand hin. So, wenn ich das jetzt so machen würde. Okay, ich schaue mir jetzt mal die Teppiche an. Hier so. Man da gar nicht. Also das mit der Theke funktioniert nicht ganz so, wie ich gerne hätte. Ich brauche auch mehr Blumen. Kann ich, wenn ich da jetzt einen normalen Tisch verwende, habe ich da irgendwas Schönes? Vielleicht sieht das dann auch besser aus. Tische hier. So Einzeltische, sowas Dunkles. Drei Stück davon. Wenn ich das hier jetzt... Okay. Nee. Also ich bin gerade eingeschlafen. Gesundheit, danke. Wie steht mir der Cowboy-Hut? Richtig schlimm, oder? Auch schlimm wahrscheinlich. Ah, warte mal. Die verkaufe ich jetzt einfach mal hier. Ja, au.
Okay. Ich muss das drehen. Nein, das war falsch. Okay. Das sieht schon nach was aus, glaube ich, ne? So als würden die da sitzen und hier wäre so eine Ablage. Wo packe ich dich hin? So. Hat aber was hier. Sieht ganz schick aus. Jetzt bin ich fertig. Ich würde jetzt noch Blumen hinpflanzen mit der Zeit. Und vielleicht draußen noch. Dass da auch ein paar Blumen hinkommen. Ja, dann lasse ich das jetzt so. Ich würde mal sagen, vorerst fertig. Es fehlen halt nur noch die Pflanzen. So ein bisschen. So, Zauberertisch. Genau, Lampen brauche ich ja auch noch. Lampen. Die Zaubererlampe da. Ist die gut? Ich weiß es nicht. Die sieht irgendwie schrecklich aus. Ah, sowas könnte ich da drinnen auch noch platzieren, so ein bisschen versteckt. Was wird in so einem Laden für Lampen reinpassen? So, nee. Nee, ja, ist zu modern. So Deckenlampen kriege ich da halt nicht rein. Gibt es halt nicht. Die kann ich ja so nicht platzieren. TV. Ja, sowas könnte schon passen, aber ich weiß gerade nicht. Was ist das Zauberer-Ding? Gibt es so Unimo-Lampen? Ah, das ist eine Lampe? Ich dachte, das ist so ein Wandbild. Das ist eine Lampe? Das sieht, ist eine ultra hässliche Lampe. Das ist, glaube ich, die hässlichste Lampe. Wieso habe ich es heute mit dem Hässlichsein so? Das ist aber wirklich keine schöne Lampe. Ich weiß ja nicht. Sie passt hier irgendwie schon rein, aber aber ich habe eher Bock, die irgendwie so ein bisschen zu verstecken hier. Dass sie nicht ganz so auffällt. Den Pilz hier raus.
packe ich mal hier hin. Okay. Kann ich sonst noch was? Ich schau mal, wenn es dunkel wird, schaue ich da noch mal rein. Habe ich noch Milch? Ja. Wir brauchen Käse. Jede Menge Käse. Und wie mache ich den Blumenladen? Mache ich da so ein... Ah, so ein Café wäre aber auch toll. So ein kleines Café. Das wird sich hier auch anbieten, so ein bisschen. Hier die Bäume weg. So ein kleines Straßencafé. Und hier kommt man in die düstere Ecke. Ja, ein Café. Ja. Packe ich das mal hier ein bisschen runter. Hier ist auch gar kein Platz. Toll. Das hier. Wie würde das denn aussehen? Was wären so Kaffeetische? So ein Schirm gibt es leider nicht. Das wäre toll. Wie kriege ich denn hier jetzt am besten einen Kaffee hin? So mit kleinem Laden? Auch wieder mit dem anderen Zeug hier. So ein Fass? Nee. Okay, zuerst mal Stühle und Sitze. Metallstuhl? Ja, was machen wir für ein... Eher luxuriös oder eher so rustikal? So außen mit Kaffee, eher rustikal, so das hier. So. Cool wäre es, wenn man die halt irgendwie hinfallen lassen kann, also dass die umgestürzt werden. Okay, dann brauche ich einen Tisch dafür. Ich glaube, der ist halt... Das wäre ist so typisch Kaffee, oder? So eher rot. Für draußen, Sonne. Ich glaube, der ist gut. So, hier. Das Kaffee selber baue ich irgendwo anders hin, dann brauche ich hier auch noch Platz. Ich baue das jetzt mal so hin, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Hier. Hier. Weg damit. Dann würde ich hier einen Stuhl und hier einen Stuhl so hinsetzen. Mir fehlt da so jetzt der Schirm. So der Sonnenschirm so ein bisschen. Obwohl, dann wäre es ja eher urlaubsmäßig, oder? Hier. Der Stuhl ist ein bisschen weiter weg. Aus irgendeinem Grund. Keiner weiß es. Alle beschweren sich. Obwohl, jetzt wirkt es eher so wie so ein kleines Restaurant, oder? Ich stelle das... Sieht vielleicht ein bisschen besser aus.
Katze, was sagst du dazu? Bist du zufrieden? Ja, Katze mag's. Wir könnten so ein Katzencafé hier hin machen, oder? So, hier ganz viele Fressnäpfe. Dann ist das hier das Katzencafé. Das gibt es ja in Japan. Gibt es ja so Tiercafés, was ich ein bisschen kritisch finde, aber ja, gibt es. Okay. Dann, wo man den Kaffee abholt, soll ich das so machen wie bei... Wie beim Community Day? Die können nicht im Freien platziert werden. Gäbe es hier einen perfekten Tisch dafür? Warte mal, das? Ich probiere mal was. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich würde das jetzt so. Ja, ich habe gerade keinen Platz, ist egal. Wir können ja dann später Platz machen. Ja, Katze, wir machen später Platz. So. So, hier ist Kaffee. Ja. Ich drehe die mal. Kann ich die? Hat? Das geht. Mal. Warte. Das kriegen wir hin. Die würde ich noch mitnehmen. Zwei Stück. Ah. Warte mal. Warte mal ewig lang ab. So. Oder nur die hier unten? Ah, ich bin so unentschlossen. Ich brauche noch zwei davon. So. Dann wird das relativ groß. Dann muss ich weiter nach unten. Ist aber nicht schlimm. Nicht hinhocken. So. So, und hier ist dann Kaffee. Wenn ich da jetzt noch was draufstellen könnte, das wäre genial. Also sieht hier so ein bisschen aus wie eine kleine Bühne, oder? Ich weiß es ja nicht. Hier ist so Kaffee. Ich hole mal ein bisschen was. Wir haben doch sicher was zu Hause, oder? Naja, komm. Ich schau mal einfach. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da was haben. Doch, hier. Ich nehme da ein paar mit. Für mich selber auch. Und so kleine. Was isst man denn so in einem Café? Was isst man denn da so? Kekse, ne? Genau. Kekse. Hauen wir da auch hin?
So. Nee. Da ist Kaffee. Ja, wir müssen da weiter nach unten. Sonst wird das nichts. Aber Leute, ich würde auch sagen, Katze ist hier eingesperrt. Die genießt jetzt ihren Kaffee. Wir gehen schlafen. Weil das war's jetzt wieder für die Folge. Ja, kurz vorm Schlafen nochmal Kaffee trinken. Ah, warte kurz mal die Brille absetzen. Ui. Ah, ja, cool, ich sehe es gerade, der Cowboy-Hut war so ein bisschen schief, ne? Ah, ich lieb's. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst da drüben nicht die Glocke zu läuten und in der Infobox seht ihr die Livestream-Termine. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Ah. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Bye, bye.